Zur Feier in Nürnberg erscheinen sie in feinem Zwirn. Im richtigen Leben sind sie so etwas wie Botschafter im Trainingsanzug. Schirmherr Rudi Gutendorf und zwei der Preisträger, Detmar Kramer und Holger Obermann. Der Jugendtrainer Obermann hat sich gegen prominente Nominierte wie Jürgen Klinsmann durchgesetzt. Er ist als Fußballentwicklungshelfer tätig auf allen Kontinenten. Sein jüngstes Projekt, Nepal, dorthin soll auch das Preisgeld gehen. Es sind Kinder, die frühzeitig lernen sollen, wieder ein bisschen mehr Hoffnung zu haben. Beim Fußballspiel entwickelt man Hoffnung, zum Beispiel zu siegen im Turnier. Nationalspieler Sami Khedira erhält den Publikumspreis. Er ist über das Internet aus Madrid zugeschaltet. Der Preis sei für ihn ein Ansporn, Deutschland weiterhin würdig zu vertreten, sagt er. Für den Multimedia-Direktor global der Deutschen Welle, Christoph Lanz, der die Laudatio hält, eine perfekte Wahl. Ich glaube ganz einfach, Sami Khedira ist ein guter, auf dem Platz wie als Mensch. Und ich glaube, das ist, was die Zuschauer und Zuschauerinnen beim Online-Voting dann gewürdigt haben. In der Kategorie Ehrenpreis wird Fußballtrainer Detmar Kramer ausgezeichnet, der in 90 Ländern tätig war und international höchstes Ansehen genießt. Der Preis deutscher Fußballbotschafter soll von nun an jährlich verliehen werden.